Hilfe, Hilfe, sage ich nur noch. Von hier kam ich nicht. Das ist Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von... Was hat er da gerade gemacht? Zu Minecraft Mark. Und da drüben ist Mark. Hey. Und unter Wasser sind auch noch Marks. So, wir wollen heute weitermachen an dem Mega-Zauberstab. Das ist eine andere Geschichte. Da können wir vielleicht später mal weitermachen. Oder wir fragen beim lieben Paluten nach, ob wir bei ihm da seinen Teil irgendwie mitverwenden dürfen oder uns irgendwie beteiligen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht heute erstmal der dicke, dicke Zauberstab an, den ich mir noch machen möchte. So, und dafür benötige ich noch Wies. Und dieses Wies, habt ihr mir geschrieben, bekomme ich von Monstern in der Höhle. Und da kam ein ganz hilfreicher Tipp, wie ich fand. Einer hat geschrieben, flieg doch mal zu Paluten ins Haus. Geh dann dort in seinen Mining-Turtle-Gang und ja, keine Ahnung. Und oh, Strange Whispers reveal secrets to you. Das ist irgendwie immer hier so der Fall, ne? Finde ich voll krass. Kann ich hier eigentlich... Alter, das sieht voll heftig aus. Naja, wir gehen mal runter in seine... Okay, Jetpack hält auch noch einiges aus. Hier unten hatten wir ja schon Monsterbegebenheiten. Das kann auf jeden Fall gefährlich hier unten werden. Aber mittlerweile wurde er ein wenig ausgeleuchtet, aber auch nur ein wenig. Denn teilweise, ich kann hier gar nicht reingucken. Liegt vielleicht auch an den Lichtverhältnissen, die hier gerade herrschen. Nämlich die Sonne, die auf dem Bildschirm scheint, lässt mich hier nicht gerade viel durchblicken. Und ja, es ist echt merkwürdig hier. Also ich hätte eigentlich mit mehr Monstern gerechnet. Oh, das sieht hier unten natürlich schon wieder anders aus. Hier haben wir natürlich... die Chance auf noch mehr Monster. Oh ja. Monster, hallo liebe Monster. Jemand da? Oh Mann, ey, das ist alles so dunkel. Und auch so ausgeleuchtet. Ein Monster kann ich hören. Jawohl, eins kann ich hören. Ist das nicht toll? Und hier ist bemooster Cobblestone. Der kommt wahrscheinlich vom Grubenbesitzer. Nee, hier wurde ja alles ausgeleuchtet. Das letzte Mal, als ich hier unten war, war alles verdunkelt. Da hat man sich überhaupt null hier irgendwie zurechtgefunden. Aber mittlerweile... ja, mittlerweile geht das voll. Hier kommen wir auf jeden Fall gut voran. So. Zack. Naja, aber was heißt schon gut voran? Ich möchte hier nicht gut vorankommen. Ich möchte auf Monster stoßen. Oh, ein Monster. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, glaube ich. Da ist noch einer. Sogar zwei. Jawohl, es hat mir so ein ganzes bisschen was gebracht. Oh, das ist aber toll. Da ist ein Creeper. Ja. Da ist noch ein Creeper. Jetzt kommen die Monster, ne? Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Monster. Was hatten... Die hatten einen Apfel auf dem Kopf. Geil. So. Haben wir hier noch Sachen rumliegen? Nee, leider nicht. So kannst du mit den Monstern gerne weitergehen, liebe Monster. Wo seid ihr denn alle? Kommt her. Ich könnte natürlich auch mal hier so ein wenig abdunkeln, aber... naja, ich glaube, ja, viel wird das nicht bringen, wenn ich hier jetzt verdunkel. Oh Gott, oder doch? Ja, Hilfe, es ist so dunkel jetzt hier unten. Und da ist Lava und ein Zombie. Und okay, ich habe schon mal 23... Oh, das könnte echt gut hinhauen. Leider habe ich mir nicht gemerkt... was mir noch genau fehlte. Aber, und wartet mal, ich glaube, ich habe Redstone noch nie gescannt. Kann das sein? Ja, kann sein. Lava hatte ich schon, okay. Warte mal, ich fliege nochmal zurück. Vielleicht finden wir dann gleich. Hier vorne. Ich höre doch wieder eine Spinne hier irgendwo. Da, hier sind wir Monster. Oh, oh Gott. So, eben hatten wir noch 23 Feuer, jetzt immer noch. Okay, schade. Hat uns noch nicht ganz so viel gebracht. Kommt noch, wenn es doch nur mal hier ein wenig dunkler wäre. Und ein paar mehr Monster hier spawnen werden dadurch. Das wäre schon Hammer. Irgendwie glaube ich auch, dass ich den Weg
nach Hause nie wieder finden werde. Obwohl, ich glaube, ich kam aus der Richtung hier, wenn ich mich recht entsinne. Oder ich kam hier von... Kam ich von hier? Kam ich von hier? Kann auch sein. Kann alles irgendwie gut sein. Hilfe, Hilfe, sage ich nur noch. Von hier kam ich nicht. Das ist... Oh, yo! Da mache ich einmal hier Licht und schon steht ein Creeper neben ein. Alter Falter. Und da kommt schon wieder jemand runtergelaufen. Das habe ich diesmal mal kommen sehen. Aua. Da sind... Ja, hier oben sind jetzt plötzlich ganz viele Monster. Ne, ich fasse es nicht. Nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh. Und ich wette, die kommen jetzt mir hier hinterhergelaufen. Ich muss mal eben ein wenig Leben regenerieren. Oh Gott, da ist er, da sind die beiden. Aua. Kommt doch nur hier runter. Traut euch. Skelett ist tot. Und den Zombie, den kann ich mir locker hier wegholen. Das sind sogar mehrere Zombies. Das finde ich gut. So. Feuer 24. Langsam könnte das schon reichen. Von dem Wies, das ich auf meinem Zauberstab habe. Die Kommentare hatten recht. Vielen Dank an euch, die mir den Tipp gegeben haben mit dem Monster-Killen. Oh, weia. Ah, da vorne ist der Weg nach draußen. Ich habe doch so ein Glück. Das kann ich ja gar nicht beschreiben, wie viel Glück ich hier gerade hatte. Hätte ich niemals gedacht, dass ich hier wieder wegkomme. Hätte ich nie gedacht. Und schwuppdiwupp sind wir wieder an der Oberfläche. Und mit etwas Glück haben wir genug. Wir haben genug. Zack, endlich haben wir das Ding schon mal. Jetzt ist natürlich unser Zauberstab ein wenig leer. Ein wenig stark leer. Alter, ist der leer. Meine Güte. Na gut, wir schauen weiter, wie jetzt der Zauberstab geht, den wir hier machen wollen. Der ist hier drunter. Da. Der magische Langstab, Alter. Der wird so heftig sein. Wir brauchen jetzt nochmal zweimal hier so ein Teil. Vom Großholzstamm. Okay. Großholzstamm habe ich, denke ich, nicht mehr, ne? Nee. Ich weiß aber, wo einer steht. Der steht da vorne. Aber wir müssen noch mal gleich in die Höhle. Denn wir brauchen, glaube ich, für jeden Zauberstab, den ich mir hier gerade mache. 8 Ordo. Nee, das brauche ich auch noch. Aber hier. 8 Petitio. Nee, 3, oder? Sag mal, ich kann nicht lesen. 3, okay. Also 6 insgesamt. Ja, es ist schon viel eigentlich. Aber bekommen wir hin, denke ich. Das sollte machbar sein. So, da vorne haben wir schon den Baum, den wir brauchen. Oder? Ja, das ist der richtige. So, wir benötigen 4 Stücke. A 1. A 2. Und ich habe leider keine Axt dabei. 1, 2, 3 und 4. So, das sind schon mal alle, die wir brauchen. 4 Stücke, genau. So. War da gerade ein Monster? Ja, hier ist ein Monster. Das sind sogar mehrere, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann musste ich nicht wieder in die blöde Höhle von eben. Die hat mir wirklich, also das war wirklich ein wenig beklemmend da unten. In der Höhle leider haben wir gerade keine Nacht. Aber es wird dunkler, oder? Wird es gerade Tag oder wird es gerade Nacht? Wegen dem Regen kann ich das nur so schwer erkennen. Alter, der Enderman, der geht auch hier gerade ab. Habt ihr den gesehen? Wie er hier durch die Luft geflogen ist. Oder geflogen nicht, aber sich teleportiert hat. Davor ist er. Schön in die Augen gucken. Komm mal her. Enderman, komm mal her. Oh, ich habe ihm in die Augen geguckt. Na, jetzt rastet er aus. Jetzt rastet er mega aus. Oh. Ein Schlag noch, dann bist du weg. Ich höre dich. Komm doch her. Oder auch nicht. So. Das da rein. Ach, wir hatten sogar genug dabei. Genug Energie. Top. Jetzt müssen wir das nur noch hier so reinlegen. Das daneben. Und den da rein. Und schwuppdiwupp. Wir haben einen Großholz-Langstabkern. Geil. Okay. Nächster Schritt wäre. Wir wollen ja den heftigsten Zauberstab dieser Welt. Ja, es ist der Langstab. Auf jeden Fall. So, wir nehmen jetzt auch hier natürlich heftige
Kappen dafür und die müssen wir natürlich erstmal erforschen. Goldkappen sind eigentlich schon ziemlich ausreichend, aber ich nehme da gerne etwas bessere. Die halten dann auch länger. Nehme ich doch einfach mal die hier. Weil die irgendwie, finde ich, noch heftig wirken. So. Wir brauchen mal eben schnell. Ich möchte mal was testen. Ne, okay, ich teste mal lieber nichts. Das dürfte ja ein Eisenblock da unten links sein. Aber das Ding ist, das heißt nicht Iron, wonach ich suche, sondern das heißt... Da, doch, Metallum, ah ja. Und das da oben, Allianz, nee. Auram, ja, Auram. Drei Schritte. So, jetzt habe ich hier eine Anleitung. Zack. 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 Aber die Verbindung steht noch nicht. Jetzt haben wir was falsch gemacht. Oh nee. Naja, falsch haben wir es nicht gemacht. Wir müssen einfach den noch daran backen. So, jetzt passt das. Jetzt muss ich von Auram rüber zu Instrumentum. Eins, zwei. Wie viele Schritte gehe ich da? Drei, vier Schritte. Vier ganze Schritte. Aber kein Ding. Ist überhaupt kein Ding, wie man hier sieht. Alles locker machbar. Das klappt auch echt gut. Also da hatte ich mich schon früher schwieriger mit getan. Also ich verbessere mich hier stets. Dank euren Tipps. Und so kommen wir dann alle im Endeffekt schneller voran. So, da haben wir die Kappen. Haben wir hier noch neue? Ne, das sind wahrscheinlich die heftigsten. Taumium ist dafür bekannt, dass es Magie absorbieren und speichern kann. Daher ist es nur logisch, Stabkappen daraus zu fertigen. Wie es jedes Typs lässt sich damit sehr gut fokussieren. Der arkane Werktisch ist für die Herstellung dieser Kappen nicht ausreichend. Sie müssen mit zusätzlicher magischer Energie durchtränkt werden, um benutzbar zu sein. Mist. Arkane Infusion braucht man dafür. Mann, Mann, Mann. Und die kann ich mir momentan noch nicht leisten. Dann wird es wohl Zeit, dass wir doch nochmal erstmal die Silberstabkappen nehmen. Die sollten wirklich für den Anfang auch völlig ausreichend sein. Also wenn ich da... Ich meine, allein schon dieser Goldstab, den wir momentan haben. Wir sind ja... Wir haben noch nicht mal diesen Infusionstisch, der... Ich meine, der Goldstab, der reicht eigentlich völlig aus, aber... Ich finde es einfach cool, diesen... langen Stab zu haben, dann muss man sich damit halt gar nicht mehr rumplagen, also eigentlich nicht mehr. Nur halt später dann, wenn es richtig krass wird, irgendwann mal, aber, na oh, Tinte ist alle. Aber bis dahin haben wir ja noch Zeit, bis dahin läuft der Fisch noch so. Tinte, wo habe ich die Tinte hingepackt? Tinte? Liebe Tinte? Also ich habe auf jeden Fall genug Tinte, das weiß ich. Na dann schaue ich halt mal eben Tinte. Da nicht, da auch nicht. Bevor mir noch an den Kopf geworfen wird. Ach komm, du hast es da und da übersehen. Und dann schaue ich doch lieber hier mit nach. Ah ja, guck, ich habe es schon übersehen gehabt eben. Okay, rein damit und rein. Huch, zack. So ist wieder aufgefüllt. Rein. Jetzt habe ich irgendwas verplant hier, ne? Wir haben bei Potenz. Ah, ne, habe ich gar nicht. Wir machen ganz normal so weiter. Genau. Auram. Instrumentum. AR. Und Motus. Oh, das ist aber echt ein komisches Rezept. Aber es haut ja hin. Es haut hin, das ist die Hauptsache. Okay, jetzt brauchen wir Fabricio. Oder Fabrico, Fabrico heißt es eher. Das ist der Hammer. Nicht der Hammer, da gucke ich immer wieder rauf. Das ist ein anderer Hammer, nämlich... Genau, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Der Hammer. Und da kommt dann noch Humanos ran. So, da haben wir die Stabkappen. Da haben wir sie.
Top. Und die kann ich mir auch so herstellen. Was? Etwa nicht? Silber behitzt, der Karnevektisch ist für die Herstellung dieser Kappen nicht ausreichend. Boah, das ist gemein. Da müssen wir unseren Stab erstmal hiermit machen. Och man, das ist aber gemein, dass das nicht ausreicht. Steht das auch bei den Goldkappen? Nee, steht da nicht. Gold ist ein deutlich besseres... Blablabla, okay. Ist auch schon völlig ausreichend, steht da. Zwei davon. Okay. Eben einen Stab hier rein, dann hier von zwei machen. Für zwei reicht das leider nicht. Das ist ärgerlich. Weil wir Feuer brauchen. Wo erhalte ich schnell Feuer her? Habe ich vielleicht da vorne... Hat die Auranot vielleicht wieder Feuer? Viel Feuer brauche ich auch gar nicht. Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn der Stab jetzt mal leer gemacht wird. Und wir haben auch Nacht. Das ist auch schon mal gut. Nur wo war hier die Auranot? Wo war die denn hier noch? Wo hat der Baum etwa gefällt? Da vorne haben wir den. Die Auranot. Auf jeden Fall eine. Aber ich glaube, hier war das nicht drauf. Nee, leider nicht. Dann gucke ich mal woanders. Wir haben ja unsere Brille auf. Dann kann ich da vorne nochmal gucken. Sonst gehe ich auf Monsterjagd. Da auch nicht. Okay, Monster, jetzt seid ihr dran. Kommt her! Kommt alle her! Ich möchte euch fangen ohne Hexe. So, die ist tot. Die hat uns vielleicht auch schon was gegeben. Nee, noch gar nicht. Oh, es ist so dunkel bei mir hier. Ich kann kaum was erkennen. Da vorne dürfte noch ordentlich was sein. Ja genau, hier auch. Ah, hier könnten wir Glück haben. Hier könnten wir Glück haben, weil wir hier noch nicht waren. Doch, hier waren wir schon mal. Hier haben wir aber kein Feuer. Dann vielleicht hier. Und ich könnte ja schon mal meinen... Nee, den kann ich noch nicht aufladen, oder? Kann ich den doch... Oh, Creeper. Sekunde mal. Nee, auf... Ich brauche diese Stabkappen. Ja, hier ist Feuer. Zwei aber nur. Mist, wir brauchen drei. 3,8. Jetzt brauche ich noch von Monstern so das letzte bisschen Feuer so. Und dann haben wir es. Dann haben wir endlich den Tulen-Tulen-Stab, den Langstab. Da ist nichts drin. Hier in dem Ding ist auch keine Auranot. Der Creeper ist ja geil. Der hat einen Lego-Kopf auf. Nein, das war so ein Wegteleportier-Creeper. Ja. Spinne, ich hab dich gehört. Ah ja, hallo Spinne. Wir müssen mehr Monster killen. Hier ist so eine schön freie Fläche. Wenn hier keine sind, die müssen hier doch sein. Ich drehe mal langsam wieder um. Ich kann auch vielleicht auf der Höhe mal schweben. Guck, da kommt da vorne schon ein Skelett. Ah, das hole ich mir doch direkt mal. So, und immer noch nicht Feuer. Oh, war ja. Zwei Creeper, die sind aber gut. Zack, einen haben wir bekommen. Zwei bekommen. Drei bekommen. Und ja, jetzt haben wir genug Feuer. Wir haben genug Feuer. Kein Wunder, denn Creeper explodieren. Creeper haben natürlich Feuer. So, jetzt aber schnell nach Hause. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Auranot, wo ist denn unser Zuhause? Das dürfte dort vorne sein. Oder doch in der Richtung? Nee, da ist unser Zuhause. Okay. Flieg, Gommel, flieg, 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 flieg. Auf geht's, auf geht's. Perfekt. Das haben wir schon mal. Und da sind wir. Da ist gleich die fehlen. Da haben wir die Stahlkappen. Goldkappen. Jetzt haben wir zwei. Die lege ich so hin in die Mitte, den Stab. Top. Jetzt fehlt mir schon wieder Feuer. Wir müssen nochmal auf Jagd gehen. Aber dann haben wir den Stab, da haben wir ihn.
dann haben wir den Stab. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge haben wir endlich diesen Mega-Zauberstab. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sage ich jetzt, haut rein und tschö mit Ö.